Willkommen, meine Sturmtruppler! Hat jemand die Fledermaus gesehen? Los, jemand muss doch gesehen haben, wo er hin ist! Zu Batman Arkham Asylum! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Bei der letzten Runde hatten wir es ja ganz, ganz heftig mit Scarecrow zu tun. Der ist mir tierisch auf den Sack gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich spiele Batman Arkham Asylum übrigens am PC mit einem PlayStation-Controller ab jetzt. Das müsste spielerisch jetzt viel einfacher sein. Gut. Ich muss jetzt mal ganz kurz noch schauen. Es ist jetzt quasi mit euch das erste Mal. Controller. Mal kurz die Steuerung checken, weil vorher mit Tastatur und Maus, das war ein bisschen krampfhaft. Aber ja, ich finde das Spiel nice, ich finde das Spiel super. Wenn ihr es auch super findet, lasst ein Like da. Lasst mich in die Kommentare wissen und so, wir machen jetzt mal weiter. Habe ich diese Glocke nicht das letzte Mal schon runtergeschlagen? Wie gesagt, mal kurz Steuerung checken. Die machen wir, glaube ich, kaputt, damit wir überhaupt wieder sind. The power of the dark side. Wow, gerade so im Fall noch schnell die Tasche rausgefunden. Zeigt mir hier so die Tastatur von Xbox-Controller an. Bisschen verwirrend, wenn man mit PlayStation spielt. Aber okay, geht trotzdem alles irgendwie. Sind ja immer so ein Hinweis, dass man anscheinend in die richtige Richtung laufen. Ja, gucken wir mal. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte.
Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag. Und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Versuch an mir vorbeizukommen und du wirst gegrillt! Ah, hier geht's lang. Den haben wir ganz schnell ausgeschaltet. Oh, da bist du ja. Ich habe auf dich gewartet und habe zugehört, wie Sass die gute Frau Dr. schreien ließ, während du dich in Scarecrows Welt vergnügt hast. Wie war es diesmal? Hast du was über dich selbst gelernt? Sag's mir. Schnapp dir einen Sessel und rede mit mir. Ich bin ganz Ohr. Das erinnert mich an was. Ich könnte schwören, ich hätte gehört, wie Sass ihr die Ohren abgeschnitten hat. Klang jedenfalls so. Du bist Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Warum hilft mir denn keiner? Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist noch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Sass, was redest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, ich... Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs! Wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht so hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Lass nicht zu, dass er dich geht! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, mein Junge! Du meine Güte! Au! Schlag ihn nochmal! Alles okay, Kumpel?
So, die haben wir mal ausgeschaltet. Jo, was ist ein Tag für der Tasche? Dr. Young ist tot. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dr. Young ist umgebrungen worden. Wow, klasse. Jo, was haben wir denn so? Kopf überhängend. Was da? Panzerung. Panzerung hört sich gut an. Nehmen wir doch, oder? Panzerung. Ja, Panzerung. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mit Hilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. So, wir folgen der Blutspur im Detektivmodus, um rauszufinden, wo es weitergeht. Gibt's eine Spur von ihm? Hey, was machst du da? Versuchst du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Oh. Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Ihr sollt still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Also, die haben wieder Waffe. Das heißt, leise. Bis hin und hin. Oder geschickt bis hin und hin. Joker, ich hab's schon alle drei. Vorher hat hier gerümpelt gelernt, dass man nicht rauskommen ist. Jetzt können wir schön raus. Lass mich los, du verrücktes Miststück! Sharpie hat geflucht. Jetzt gibt's Haue von der Mami. No! Hey, Bats, kommst du auch auf die Party, oder was? Oh, ich dachte kurz, mitten die Spur verloren. Aber du täuschst!
wollte. Warum hat er dann den Zugang zum Tunnel ermöglicht? Ist für den Boss wieder in Frage? Du jammerst nur noch rum, seit wir ausgebrochen sind. Joker hat seine Freundin geschickt, um uns zu sagen, dass wir den Tunnel sichern sollen. Also sichern wir den Tunnel. Wenn er uns befiehlt, die Fledermaus zu töten, töten wir die Fledermaus. Joker hat mir mal befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch. Du bist kaltblütig, Mann. Es ist die Fledermaus! Kämpfe mit dem Controller ist viel einfacher, muss ich euch sagen. Da sind immer manchmal so Teile, wo ich noch nicht weiß, wie ich die mache. Wie die Endwand, wo wir hier zum Sprengelkart haben. Und das macht das Zusammentreten. Her ist hier! Geht dir gut? Au! Das wird wehtun. Wirf ihn zum Boden und rammel auf seinem Gesicht rum! Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als Sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Und wenn er das nicht mehr ist, er hätte immer hier auf den Kopf soll. Durch die Vordertür. Haben wir doch gelernt, dass das nicht funktioniert. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats.